Erster Stopp ist Auto waschen. Gute Freunde, willkommen zu einem Video. Wir haben ein dickes, fettes Problem dank Egg. Und zwar haben wir uns von zu Hause aus ausgesperrt, Leute. Eigentlich war geplant, Egg bringt Müll weg, wir fahren kurz zu Megas und dann gehen wir nach Hause. Das Ganze geht jetzt nicht mehr, weil Leute, Egg hat Müll weggebracht, hat den Schlüssel oben liegen lassen, ist in die Garage gekommen, ohne Schlüssel. Jetzt stehe ich hier mit Autoschlüssel, aber kein Hausschlüssel. Und das Ding ist, Leute, meine Mutter schläft schon, die hat morgen einen richtig wichtigen Termin. Und wenn wir sie aufwachen, da endet das Ganze wie August 22. Und Leute, ich kann euch sagen, damals ist es nicht gut geendet für mich. Deshalb riskieren wir es nicht. Wir machen heute unsere Night Routine, aber nur draußen. Gell, freust du dich? Leute, gehen wir essen? Das hast du mit Absicht gemacht, gell, dass wir essen gehen? Ja. Also Leute, wirklich, wenn jemals jemand mit Egg zusammen wohnen sollte, versteckt Schlüssel oder so unter einem Stein oder unter einem Busch oder unter irgendwas. Ihr braucht immer einen Zweitschlüssel. Ja? Boah, Egg, wie willst du hier alleine wohnen? Nee. Erster Stopp ist Auto waschen. Von 1 bis 10 ist Egg so eine 4. Was? Eine 4? Ja. Leute, die hat mich nass gemacht. Die hat auf mein Make-up getroffen mit diesem komischen Strahl, Leute. Also was für eine 4? Ich bin eine 10 gewesen. Ich hab mir Mühe gegeben. Ich habe geputzt. Ich habe alles gemacht. Weiter geht's. Wir sind am Stinky Necker, Leute. Und das riecht hier sehr streng. Ich weiß nicht, was gerade im Necker abgeht, aber riecht wie Egg, nachdem sie aufsteht. So, wir gehen jetzt hier zu dem Snackautomat, der ist direkt vor uns. Ich habe direkt davor geparkt. Leute, bei dem Automat gibt es Fake-Pipi. Da steht Synthetik-Urin. Okay, also du würdest sagen, wenn ich mir zum Beispiel Cola kaufe, muss ich daran denken, dass Urin im selben Automaten drin ist. Ja! Das müssen wir mal kaufen und gucken. Ja, okay. Echt? Yeah. Denkst du, es riecht auch nach Pipi? Aber ich weiß nicht, irgendwie voll eklig, gell? Aber mich interessiert schon. Wenn es nicht 10 Euro kostet, holen wir es. Ich würde sagen, Fake-Urin kostet 18 Euro. 18? Plus Altersbestätigung. Leute, ich dachte, ich chill so wie immer. Hab nackt in meinem Bett, ja, mit so Tuch auf meinem Kopf am Chillen. Ja, jetzt bin ich hier und kopf in Fake-Urin. Da ist sogar im Automaten eine Spinne drin. Was redest du? Oh Gott, ich seh's. Warum habe ich das Gefühl, dass kein Fake-Urin ist? War da gerade irgendein Vieh drin? Was? Leute, können wir das Trinken holen? Also Leute, ich bin schockiert über diese Automaten. Wir spazieren gerade mit Fake-Urin rum. Ja? Kurz Realtalk, Leute, das riecht nach Pipi. Und meine Hand hat Pipi abbekommen. Egal, da ist Pipi auf meiner Hand. Das riecht wie immer. Oh, riecht ihr es? Riecht ihr es? Riechst du es? Ich riech mal meine Hand. Ja, ich. Oh Leute, erstmal unsere Hände desinfizieren mit Peach Wipes. Dein Powerade hat auch gestunken. Oh, riecht ihr es? Ich weiß nicht, ob ich da was trinken will. Es stinkt so in diesem Auto, Leute. Soll ich Parfüm sprühen? Denkt, das wird dann schlimmer. Okay, Leute, wir fahren einfach gleich schnell weg. Egg hat gesagt, die hat Hunger. Ich putze mal meinen Powerade. So, Leute. Jetzt erstmal abchecken. Oh, Mann, Leute, ich will nach Hause. Boah, Leute, wirklich, ey, die Nacht hier. Es ist unter der Woche. Es sind so viele Leute unterwegs. Was ist los mit euch? Wenn ich ihr wäre, ich wäre nach Hause gegangen. Ihr seid draußen. Was für ein Angebot siehst du? Nix, nur Megas. Oh Leute, oh mein Gott, Leute, Mercedes ist zu Hause. Oh mein Gott, die muss schon längst im Bett sein. Ich kann mich versichern, die schläft nicht. Normalerweise habe ich dir von den Nachttouren mitgenommen. Wir fahren jetzt zu McDonald's, da haben wir wirklich 18 Euro ausgegeben für Urin. Ich weiß nicht, ob Inga das reinstellen kann, weil das sah wirklich widerlich aus. Ich bin schockiert, empört und oh mein Gott, einfach nur. Wollen wir mal einen Tag in einem Wohnwagen leben? Oh mein Gott, Egg! Was? Oh mein Gott, Leute, Egg ist so asozial. Zuerst drückt die meinen Pfand und dann geht ihm ihren ekligen Schuhen auf meine frischen Kroketts, die ich von zu Hause geklaut habe. Bro, Anna! Das war schon so. Ja, klar, dein Dreck war. Leute, keine Worte hier. Ja. Boah, Egg ist echt asozial. Oh mein Gott, das drückt die noch mal in meinen Pfand. Leute, in dem Auto so viel Müll. Leute, ich schwör, Leute, Egg ist auch genauso müllig. Wir sind jetzt auf irgendeinem random Parkplatz und jetzt gibt's Naschis, Leute. Was?
Mit ihrem engen Sprache geredet. Zuerst haben wir hier einen Chickenburger ohne Salat für Egg. Dann ein Chickenburger für Sel. Ketchup für Sel. Noch ein Chickenburger für Sel. Ein Cheeseburger für Inge. Pommes für Sel. Mayo für Sel. Tücher für Sel. Ah ja, und für dich habe ich auch einen Pommes. Hey, ich habe alle Pommes da rein, okay, einfach. Wie? Oh. Ey, wir sind im Auto, wir haben hier keinen Luxustisch, Alter. Nur wegen gut aus der Tüte so essen. Leute, nur wegen Egg sind wir hier. Wäre Egg nicht so dusselig gewesen, hätte den Schlüssel vergessen. Nein, das ist doch voll eklig. Gib mir meine. Das ist voll eklig, Alter. Das ist so eklig. Digga, du tust in diese Tür. Hey, wo ist das? Du holst jetzt wieder raus. Boah, jetzt wirst du meine Pommes an mit deinen Kackehänden. Ich mach das. Nein, ich will mit den Händen. Dann kriegst du keine Pommes mehr. Lina. Leute, Exhale sind so widerlich, Alter. Sorry, not sorry einfach. Ja, ist ein riesen Pommes. Und der Elter von George Trader. Hä? Mann, das macht man eigentlich nicht. Weißt du, alle eklig angetappt. Was mit Hygiene zu tun? Hier haben wir die Speisekarte von Wienerwald. Während ich selber esse, schaue ich gerne anderes Essen an. Ich tue mir die so hier ein bisschen hinbappen. Irgendwie. Boah. So geil. Warte, während du isst, schaust du, was du morgen isst. Ja, genau. Ey, hol morgen diesen Chicken Burger von dort. Ey, ist so lecker. Hast du Geld? Mann, ich hab euch besorgt, das Geld. Wienerwald heißt ja Handel Cube, aber... Hammer. Ja, jetzt darf ich meine Taschentücher benutzen. So. Ey, ich habe eine Frage, Leute. Ich habe hier neue Muttermalige. War nicht schon immer da? Weil Leute, ey, kurze Frage an euch. Also, es gibt ja Leute, die schauen mich schon länger. Ich habe hier neue Muttermale. Ich hoffe, man sieht die. So ganz kleine Punkte sind das. Und die sind braun. Soll ich zum Hautarzt gehen? Oder kommen Muttermale manchmal einfach so... Fragen wir unsere Hautexpertin Egg. Okay, danke. Leute, willst du noch als Chicken? Ich bin so dumm. Du hast mich angesprochen, du hast genau an der Wand gesprochen. Ich bin so dumm. Was ist los? Ich will meine Meinung schon reinkippen. Wisst ihr noch, als Chickenburger 1 Euro gekostet hat oder so 1,10 Euro, Leute? Das waren Zeiten. Da war ich noch nicht mal geboren. Da warst du geboren. Das war doch erst vor 3 Jahren oder so. Was redest du? Mal irgendwann mit einem 3-Bisse-Challenge machen. Leute, ich esse diesen Chickenburger jetzt mit 3 Bissen auf. Wenn ich gewinne, kriege ich 10 Euro von Egg. Oder ich nein. Ich habe deinen Short gesehen. Ich weiß, dass du es schaffst. Okay. Zell 2. 2 Bisse, was laberst du? Das geht doch niemals. Was kriege ich dann? Ghostel! Ey, so blöd. Das ist auf einem Privatparkplatz. Hier sind Leute. Oh mein Gott! Das ist nicht meine Schwester, Leute! Das ist die Schwester von Yasin. Das ist Yasin Lina. Ich bin wie so ein MMA-Kämpfer, gell? Der kurz ist im Kampf. Go Bobsail. Wer ist ein Bobsail, Digga? Mercedes ist stolz auf dich. Jetzt genieße ich meinen Burger, weil ich bin ein Fanschmecker. Warum schmeckt mein Chicken Burger nach Weizenbier? Alter. Leute, Egg hat hier einen Biergeschmack in meinem Mund. Leute, Egg hat hier eine schwierige Vergangenheit. Was redest du? Ich habe vergessen, dass das Video existiert. Ich habe vergessen, Leute, wenn mich ein Boy kennt und er unseren YouTube-Kanal abcheckt, ich habe vergessen, dass er auch diese Videos sehen kann. Ich habe mal zu einem gesagt, ich habe noch nie getrunken. Junge, einen Tag später. Hast du es gesehen? Was? Bruder, du hast gerade den ganzen Weg Ketchup getropft. Echt? Was? Achso, oh mein Gott, das ist ein Chickenburger. Nimm dir den Cola. Ey, ich hab's nicht gemerkt. Tut mir leid. Weißt du, wie viele Popos schon auf diesem Platz waren? Eigentlich nur meine. Nimm es jetzt auf dich drauf. Alter, Digga, soll ich 10-Sekunden-Challenge machen? Ich mache jetzt eine 10-Sekunden-Challenge, weil ich bin der Meinung, dass ich diese Pommes, das sind meine Rezeptpackungen, essen kann. Sorry! My toys. Ready? 3, 2, 1, go. Leute, das meinte Egg, wenn der Boy auf die Toilette geht, ist es schnell. Egg, 15 Sekunden sind um. Nein! Du, das ist eine ganze Packung. Leute,
Leute, Egg hat ein Ritual gemacht, dass alle Typen sie lieben und wollen und so. Jetzt, Leute, wann war das heute oder gestern? Gestern. Gestern Nacht haben alle Boys Kontakt abgebrochen und Leute, ein Stopp. Ein Tag später. Ja, ja, aber warte kurz, Leute. Ich will kurz erwähnen, der Boy, mit dem es aktuell am ernsten ist, hat gesagt, dass sie eine laufende Red Flag ist, dass er nicht weiß, wie sie ist und dass er ein ungutes Gefühl bei ihr hat und so. Hat er so gesagt, boah, nicht. Nee. Okay, ich sag morgen mit Ansage. Hat gesagt, er hat ein unwohles Gefühl. Er weiß, by the way, nicht, dass ich YouTube mache, Leute. Oh, ich bin 100% sicher, weiß es. Ja. Leute, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr bei einer Chaya kommt, also stell dir vor, ihr habt Freunde oder ihr seid Kennenlernphase. Ihr lernt gerade jemanden kennen, die ist ganz süß und so. Meine Meinung, du wirst sowieso in echt, das ist die ganzen Röpser zum Beispiel. Okay, und dann ganz random geht ihr auf Instagram, sie 33.000 Abonnenten. Okay, denkst du so, okay, wer bist du? Und dann geht ihr also auf Instagram Beitrag in so Kommentare und dann steht, boah, geiles Video mit so Flammen und so. Oder so, boah, du bist so hübsch oder so, noch so Herzaugen und so von so älteren Männern zum Beispiel. Das kriegt Egg auch. Du bist da drin, Egg. Und dann, Leute, ganz ehrlich, was würdet ihr denken, dass sie auf anderen erwachsenen Plattformen unterwegs ist? Nein, er hat gesagt. Erstmal, Leute, er denkt nicht, dass ich auf einer erwachsenen Plattform bin oder so. Er hat gesagt, ich habe dein Social Media gestalkt und ich glaube, wir brauchen darüber nicht reden. Und ich habe nicht gefragt, was meinst du oder was hast du geschaut, weil ich hatte einfach nur gedacht, ich so. Und dann, ja, war das Gespräch schon zu Ende. Oh, ich muss mich ausdehnen. Oh, mein Knochen. Ich habe gar keine andere Möglichkeit, Leute. Wir suchen jetzt einen Schlafplatz hier. Ganz ehrlich, es gibt viele Quadratmeter. Hier ist die, der Müllabstellraum. Alice, da kannst du ja nicht den Müll überflüssen. Da ist doch ein Schluck drin. Es ist hier. Das war mein Schluck, mein Nachtschluck. Also, wir suchen jetzt meinen Schlafplatz, Leute. Aber ganz ehrlich, ich muss eigentlich wirklich nach Hause, weil ich muss mit meinem Boss telefonieren. Leute, ich habe heute einen Termin. Ja, du kannst auch jetzt telefonieren. Nein, ich muss es in mein Zimmer machen, Leute. Ich kann nicht mit euch. Leute, ist eigentlich blöd. Warum willst du draußen schlafen, wenn du ein Auto hast mit Stoffsitze? Es ist so kuschelig, ganz ehrlich, wenn jemand kommt, denkt er vielleicht, ich bin ein Müllsack oder so. Das war ein paar spaßige Minuten. Jumpscare. Also, ich chill jetzt den Kofferraum ein bisschen. Ja, raus aus dem Kofferraum. Karen ruft wieder. Oh Gott, aber was hat Mercedes, Leute? Als ich im Urlaub war, hat Sal sie nicht in den Kindergarten geschickt. Und es war Eingewöhnungswoche. Ja. Das heißt, sie hängt schon immer ewig an mir. Also Mercedes war kein einziges Mal in der Schule oder im Kindergarten. Plus, die hat alle gesagt, dass ihre Mutter stinkt. Also das erinnert mich an meine Clubzeiten. Folgt mir auf TikTok! Leute, ganz ehrlich, ich hätte schon längst geschlafen. Ich bin so müde. Wie kam die alte so powerful? Ah, oh, ja, stimmt. Die macht ja bis 5 Uhr morgens durch. Dann schläft sie eine Stunde, dann geht sie zur Schule. Meine Schule? Ja, die geht ja zur Schule. Ich hab vor Garage den Öffner. Okay, leider kein Haus, aber für Garage, leider habe ich den Öffner. Das heißt, wir können in die Garage gehen und dort schlafen. Das heißt, wir müssen gar nicht auf dem Boden schlafen. Wir können in unserer Garage schlafen. Haben Sie ein Taxi bestellt? Taxi! Ey!